Drain the Swamp, trocknet den Sumpf aus. Das war vor 4 Jahren eine populistische Forderung, mit der ein Politiker angetreten ist, in den USA Präsident zu werden. Er wollte den angeblich bestehenden Sumpf aus Korruption in der Hauptstadt Washington trockenlegen. Ob da wirklich ein solcher Sumpf bestand und ob die Trockenlegung gelungen ist, dazu will ich hier kein Urteil abgeben. Und ob diese Politik noch 4 Jahre weitergeht, das kann ich Ihnen, während ich das aufnehme, nicht sagen. In dieser Vorlesung geht es um eine andere Hauptstadt eines großen Reiches, nämlich Rom. Und die Geschichte der Stadt Rom begann unter anderem mit der Trockenlegung eines Sumpfes und der Errichtung der sogenannten Cloaca Maxima. Darüber sprechen wir in dieser ersten Einheit der Vorlesung Römische Rechtsgeschichte. Das hier ist ein Hörsaal. Die höheren Semester unter den Zuschauern werden sich erinnern, in solchen Hörsälen fanden früher Vorlesungen statt. Wenn Erst- oder Zweitsemester unter den Zuschauern sind, was ich sehr hoffe, dann können sie sich an diese Zeiten gar nicht erinnern. So sehen die Hörsäle der Uni Trier aus. Ich hoffe sehr, dass irgendwann auch mal wieder es möglich ist, diese Vorlesung in einem Hörsaal zu halten. Einstweilen gibt es sie als Online-Vorlesung auf YouTube und ich dachte, zur Begrüßung stelle ich mich wenigstens mal virtuell in einen Hörsaal. Worum wird es in dieser Vorlesung gehen? Die Vorlesung nennt sich Römische Rechtsgeschichte. Es geht also um die geschichtliche Entwicklung des römischen Rechts und der römischen Rechtswissenschaft. Warum das für das heutige Recht nützlich ist, will ich in dieser Vorlesung nicht ausführlich erklären. Sie können sich dazu mein Video aus dem vergangenen Sommersemester anschauen. Hier nur so viel, das heutige deutsche Recht und das Recht in ganz Europa beruht zu einem großen Teil auf dem römischen Recht. Deswegen ist die Geschichte des römischen Rechts für uns wichtig. Wir verfolgen die Geschichte des römischen Rechts über einen Zeitraum von etwa 1000 Jahren, von etwa der Zeit der 12-Tafel-Gesetzgebung 450 vor Christus. Heute schauen wir nachher sogar noch ein bisschen weiter zurück, bis zur Herrschaft des Kaisers Justinian, die 565 nach Christus zu Ende gegangen ist. Weil es recht langweilig ist, wenn ich Ihnen einfach Lebensdaten bedeutender Juristen und Entstehungsdaten von Gesetzen an den Kopf werfe, schauen wir uns nicht nur die sogenannte äußere Rechtsgeschichte, die Entwicklung, die Zahlen und Fakten an, sondern auch den Inhalt des Rechts in dieser Entwicklung. Damit es keine Überschneidungen mit der Vorlesung Römisches Privatrecht im Sommersemester gibt, konzentrieren wir uns dabei auf 3 Bereiche. Zum einen verfolgen wir die Verfassungsentwicklung in Rom, also die Geschichte des römischen Staates vom kleinen Stadtstaat bis zur Weltmacht und dann seinen langsamen Rückgang bis eben ins 6. Jahrhundert nach Christus, als es nur noch das Oströmische Reich gab. Wir verfolgen außerdem die Geschichte des Prozessrechts. Das ist eine Materie, die im juristischen Studium bei uns erst sehr spät kommt. Für die Römer ist das Prozessrecht untrennbar mit dem materiellen Recht verknüpft. Deswegen bietet es sich an, darüber ein bisschen mehr zu sagen. In der Vorlesung Römisches Privatrecht habe ich das auch getan. Hier können wir das in seiner Entwicklung von den archaischen Anfängen, die ganz anders sind als unser heutiger Prozess, bis zur Spätzeit, wo der Zivilprozess dem heutigen Zivilprozess schon recht ähnlich sieht, verfolgen. Und schließlich schauen wir uns das Erbrecht an. Auch das ist eine Materie, die im modernen juristischen Studium später drankommt, die aber sehr wichtig ist, von der man etwas wissen sollte. Für die Römer war das eine ganz zentrale Materie, ein wichtiges Rechtsgebiet und ein Gebiet mit einer wichtigen sozialen Funktion. Die Römer haben Dankesschulden aller Art mit erbrechtlichen Zuwendungen abgegolten. Wenn man starb, war also Gelegenheit, Freunde zu belohnen, verdiente Sklaven freizulassen und vieles andere. Und wie man das machen konnte, wie man seine Rechtsnachfolge gestalten konnte, war für die Römer ein großes Thema. Deswegen schauen wir uns das im Rahmen dieser Vorlesung näher an. Es lässt sich daran sehr gut illustrieren, wie das römische Recht im Laufe der Zeit sich verändert hat. An wen wendet sich die Vorlesung? Prinzipiell an alle, die sich dafür interessieren. Deswegen stelle ich sie auch auf YouTube ein, an der Uni Trier, vor allem an diejenigen, die im Schwerpunktbereich 1
und da im Teilschwerpunkt Entwicklung des Privatrechts studieren. Die Vorlesung ist aber auch offen für alle Studierenden vom ersten Semester an. Sie setzt keine Vorkenntnisse voraus. Ganz gelegentlich werde ich Ihnen vielleicht empfehlen, sich etwas in einem der Videos vom Sommersemester anzuschauen. Aber Sie müssen nicht die Vorlesung Römisches Privatrecht gehört haben. Sie brauchen kein Latein zu können. Sie brauchen kein Erbrecht, kein Prozessrecht zu können. Alles, was Sie brauchen, erkläre ich hier. Und Sie können, wenn Sie in den Anfangssemestern sind oder ansonsten diesen Schein noch brauchen, auch einen Grundlagenschein erwerben. Und es ist geplant, auch diesen Grundlagenschein für das Zertifikatstudium Fundamentale wirksam zu machen. Das steht noch nicht in der Ordnung, soll aber geschehen. Also alle, die im Schwerpunkt studieren, aber auch alle, die dies als Grundlagenvorlesung hören, sind herzlich willkommen und werden dieser Vorlesung folgen können. Am Ende gibt es eine Online-Klausur, ein Examen, das Sie zu Hause schreiben, wo Sie eine Digesten-Exegese schreiben werden, also sich mit einem Quellentext befassen werden. Dazu erkläre ich noch Näheres im weiteren Verlauf der Vorlesung. Also ganz gleich, in welchem Semester Sie sind, ganz gleich, was Ihre Vorkenntnisse sind, wenn Sie Interesse haben, sind Sie hier herzlich willkommen und werden folgen können. In der heutigen Stunde soll es um die römische Frühzeit gehen, also um die Entstehung des römischen Staates und seine ganz frühe Verfassungsgeschichte. Und da spielt eben unter anderem auch die Trockenlegung eines Sumpfs eine Rolle. Werfen wir zunächst noch einen Blick auf die Epocheneinteilung des römischen Rechts. Ich habe das hier mal an die Wand geworfen. Man unterscheidet in der Verfassungsgeschichte die Zeit der Königsherrschaft, über die wir uns heute unterhalten, von der Republik. Und dann der römischen Kaiserzeit, die traditionell in zwei Epochen unterteilt wird, nämlich zunächst die Zeit des Prinzipats und dann die Zeit des Dominats. Darüber, ob diese Epochenbegriffe richtig sind, ob sie noch zeitgemäß sind, werden wir uns noch unterhalten. Einstweilen können wir mal mit dieser Aufteilung arbeiten. Und in der Rechtsgeschichte ist eine etwas andere Abgrenzung üblich, weil man da weniger auf die Politik und die politische Verfassung schaut und mehr auf die Entwicklung der Rechtswissenschaft. Man unterscheidet eine archaische Zeit, über die man wenig weiß, von der Zeit der Entstehung der römischen Rechtswissenschaft. Das setzt so etwa ein mit dem Beginn des 3. Jahrhunderts vor Christus. Von da an spricht man von der Vorklassik. Vorklassik impliziert, dass darauf eine Klassik folgt. Die klassische Epoche des römischen Rechts rechnet man normalerweise vom Beginn der Herrschaft des Kaisers Augustus. Da deckt sich also der Anfang mit dem Beginn der römischen Kaiserzeit, während wir eben die archaische Epoche des Rechts etwas später enden lassen als die Zeit der Königsherrschaft. Die Republik setzt ein in einem Moment, in dem wir in der Rechtsgeschichte noch von der archaischen Zeit sprechen. Also Beginn der Klassik und Beginn der Kaiserzeit decken sich mit dem Herrschaftsantritt des Augustus, den man oft mit 27 vor Christus ansetzt. Die folgende Epocheneinteilung weicht dann wieder etwas ab. Die juristische Klassik, kann man sagen, tröpfelt aus. Es gibt kein exaktes Enddatum. Die Zeit, die große Zeit der römischen Juristen, die klassische Zeit des römischen Rechts, endet so allmählich. Man nimmt an, dass die letzten Autoren nach 235 nach Christus gestorben sind. Also so etwa endet die Klassik mit dem ersten Drittel des 3. Jahrhunderts nach Christus. Die zweite Epoche der Kaiserzeit, die Zeit des Dominats, lässt man normalerweise mit dem Herrschaftsantritt des Kaisers Diokletian beginnen. Das ist 284 nach Christus, also etwa 50 Jahre später. Ja, und eine genaue Endzeit lässt sich nicht angeben. Sie wissen vielleicht, dass das römische Kaiserreich zwar im Westen untergegangen ist, also in Italien ist die Römerherrschaft zu Ende gegangen, im 5. Jahrhundert nach Christus, aber das römische Kaiserreich hat mit der östlichen Reichshälfte fortbestanden. Die Hauptstadt Rom war zwar verloren, aber die Römer hatten schon mit dem Kaiser Konstantin eine neue Hauptstadt in Konstantinopel gegründet und dieses oströmische Reich hat noch bis 1400
1453 fortbestanden. Dann wurde es von den osmanischen Türken erobert. Also die Geschichte des Römischen Reichs reicht, wenn man so will, weit ins Mittelalter hinein. Für die Zwecke der Rechtsgeschichte beschränken wir uns hier auf die antike Rechtsgeschichte und die lässt man normalerweise mit dem oströmischen Kaiser Justinian enden. Der hat eine besonders wichtige Rolle, weil er das römische Recht in vorbildlicher Weise gesammelt hat in seinen Rechtssammlungen zwischen 528 und 534. Gestorben ist er dann 565. Über dieses Datum werden wir hier in der Regel nicht hinausschauen. Heute geht es erstmal los mit der archaischen Zeit. Wenn Sie in der Schule Latein gelernt haben, dann wissen Sie vielleicht ein bisschen was davon oder haben als Lektionstexte die Sagen kennengelernt, die man sich erzählt. Auch wenn Sie kein Latein gelernt haben, haben Sie davon vielleicht schon gehört. Sie wissen vielleicht, dass Rom von einem Zwillingspaar Romulus und Remus gegründet worden sein soll, die zuvor als Findelkinder von einer Wölfin gesäugt und aufgezogen worden sein sollen. Romulus und Remus wollten die Stadt also eigentlich gemeinsam gründen, aber es kam dann zu einer Auseinandersetzung. Romulus zog mit dem Pflug die Furche, die die spätere Stadtmauer markieren sollte, also markierte, wo die Stadtmauer gebaut werden soll. Und Remus soll sich darüber lustig gemacht haben und dann von seinem Bruder erschlagen worden sein. Er soll also über die gezogene Furche weggesprungen sein und Romulus erschlägt ihn und sagt dazu: Siquicum qua alius transiliet munia mea, auf Deutsch: So soll es jedem ergehen, der meine Mauern überwindet. Das ist also die erste Geschichte über Romulus. Dann wird er allein zum Gründer der Stadt und damit auch zu deren ersten König. Er sammelt Anhänger um sich. Das sind aber alles Männer. Man braucht also Frauen. Und die werden beim sogenannten Raub der Sabinerinnen entführt vom benachbarten Stamm der Sabiner. Es kommt dann zur Versöhnung zwischen den Sabinern und den Römern und zur Doppelherrschaft des Romulus zusammen mit dem König der Sabiner über die Stadt. Das ist die nächste Sage. Und nach Romulus sollen noch weitere 6 Könige geherrscht haben, die letzten davon aus einem Geschlecht von Etruskern, auch wieder ein anderer in der Nachbarschaft siedelnder Volksstamm. Und der letzte etruskische König, Tarquinius Superbus, soll dann wegen schwerer Verbrechen vom Volk vertrieben worden sein im Jahr 510. Und damit soll dann die Zeit der Republik begonnen haben. Das sind also die Geschichten, die Sie vielleicht kennen. Alle diese Geschichten haben den Charakter von Sagen. Sie sind auch erst überliefert durch Schriftsteller aus sehr viel späterer Zeit, insbesondere durch den Schriftsteller Titus Livius, der um die Zeit des Augustus geschrieben hat, also viele Jahrhunderte nach den Ereignissen, über die er schreibt. Und vieles von dem, was da berichtet wird, ist nicht glaubwürdig. Das beschränkt sich nicht auf die Mitteilung, dass die Zwillinge überlebt haben sollen, dadurch, dass sie von einer Wölfin gesäugt wurden. Also, wir haben eine sagenhafte Beschreibung und wenn wir jetzt anfangen mit der römischen Rechtsgeschichte, mit der Frage, wie ist eigentlich der römische Staat entstanden, wie ist es dazu gekommen, dass da ein besonders vorbildliches Recht entstanden ist, müssen wir uns fragen, was ist denn an diesen Sagen dran? Dazu habe ich Ihnen eine kleine Karte des römischen Stadtgebiets mitgebracht. Wer schon mal in Rom war, erkennt sie vielleicht wieder. Man sieht hier den Tiber durchfließen und ich habe markiert die 7 Hügel Roms. Rom hat eine ganze Reihe von Hügeln und wie die 7 Hügel, auf denen Rom erbaut wurde, zu zählen sind, darüber waren sich die Römer selbst nicht so einig. Ich habe Ihnen hier 7 markiert, die nach einer Tradition die richtigen 7 sind. Und sozusagen ehrenhalber habe ich noch ein paar andere Landmarken gesetzt. Also Sie sehen, ganz oben ist der Vatikan, auch das ein Hügel, aber keiner der klassischen Siegel. Der liegt nämlich außerhalb des alten Stadtgebietes. Genauso außerhalb des ursprünglichen Stadtgebietes die Siedlung, die hier Transtiberim heißt, heute Trastevere. Das ist also das malerische Viertel auf der anderen Tiberseite, auch nicht Teil des ganz alten Stadtgebietes. Und dann habe ich Ihnen noch das Forum angezeigt, das kein Hügel ist, sondern eine Senke zwischen 2 Hügeln, nämlich zwischen dem Kapitol und dem Palatin. Und ich habe Ihnen die ursprüngliche Stadtmauer eingezeichnet, die schon im 4. Jahrhundert vor Christus erbaut wurde und dann die spätantike Stadtmauer aus dem 3. Jahrhundert nach Christus, die später ein größeres Stadtgebiet umschlossen hat.
Was kann man nun über die Anfänge dieser Siedlung sagen? Man hat verschiedene Ausgrabungsbefunde, die zeigen, dass diese Gegend schon sehr lange besiedelt ist. Und insbesondere gibt es seit etwa dem 10. Jahrhundert eine Siedlung auf dem Palatin, also einem der klassischen Hügel. Und man nimmt an, dass auch die anderen Hügel schon zu dieser Zeit nach und nach besiedelt wurden, aber eben von versprengten Menschen, die eine noch nicht städtische Siedlung gegründet haben. Und interessanterweise fängt nun im 8. Jahrhundert vor Christus, also in etwa zu der Zeit, zu der das mythische Gründungsdatum liegt, eine neue Epoche der Siedlungsgeschichte an, weil man sieht, dass auf dem Palatin die Siedlung stark ausgebaut und auch mit einer allerersten Stadtbefestigung, noch nicht dieser Mauer, die hier eingezeichnet ist, aber mit einer ersten Stadtbefestigung gesichert wird. Und man sieht dann auch die Anfänge von Siedlungsspuren auf dem Gebiet des späteren Forums. Da konnte man aber zu dieser Zeit nur teilweise schon siedeln, weil das Gebiet des heutigen Forums ein Sumpf war, in dem es auch ungesund war, in dem wohl die Malaria gewütet hat und in dem jedenfalls feste Bauten nicht möglich wurden. Aber immerhin, wir sehen also, so etwa in der Zeit der mythischen Stadtgründung im 8. Jahrhundert vor Christus, da wird tatsächlich aus diesen versprengten Siedlungskernen sowas wie eine erste städtische Siedlung. Und schließlich im 6. Jahrhundert, da kommt es dann zu dem Draining of the Swamp, da wird die sogenannte Cloaca Maxima gebaut und damit wird es möglich, den Bereich um das Forum größer auszubauen. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass die Stadt sehr gut gediehen ist und jetzt eben einen städtischen Charakter bekommt. Also hier ist das Trockenlegen des Sumpfes tatsächlich gut gelungen, schon in sehr früher Zeit mit dieser funktionierenden Entwässerung. Uns als Juristen interessieren natürlich diese archäologischen Details nur deswegen, weil sie uns auch Hinweise darauf geben, was an den Sagen Wahres dran ist. Es ist wohl so, dass das Wachstum der Stadt und die Bebauung des Forums zusammenhängt damit, dass sich die Siedler auf den verschiedenen Hügeln zusammengetan haben und dieser sogenannte Syneukismos, also der Zusammenschluss mehrerer kleinerer Siedlungen zu einer Stadt, das ist vielleicht der wahre Kern an der Geschichte vom Raub der Sabinerin, dass eben eine Bevölkerung, vielleicht die Leute auf dem Palatin, sich mit anderen Siedlern auf anderen Hügeln zusammengetan haben und ein gemeinsames Zentrum sich geschaffen haben, indem man eben nach und nach das Forum besiedelt und dann trockengelegt hat. Interessante Frage jetzt, ist auch etwas dran an der Herrschaft des Romulus als König und der folgenden sechs Könige? Das ist sehr schwer zu greifen historisch. Ich habe Ihnen auf dem Quellenblatt, das für heute abrufbar war, eines der ältesten Zeugnisse der lateinischen Sprache abgedruckt. Das ist die sogenannte Forum-Inschrift. Die ist also gefunden worden auf dem Forum Romanum unter einem mit schwarzem Stein bedeckten Teilstück, dem sogenannten Lapis Niger. Diese Inschrift ist, wie Sie sehen, in nicht sehr leserlichen Buchstaben geschrieben und außerdem in einer Fassung des Lateinischen, die man auch mit guten Lateinkenntnissen heute nicht ohne weiteres versteht. Außerdem ist sie nur bruchstückhaft überliefert, deswegen weiß niemand genau, was sie nun besagt. Aber so ein paar Wörter kann man sogar mit bloßem Auge entziffern und das hilft uns. Ich habe dazu hier die frei verfügbare Abbildung aus der Wikipedia ein bisschen bearbeitet, links und rechts zwei Teilstücke abgebildet, auf die wir jetzt einen Blick werfen. Zunächst vielleicht auf das Teilstück auf der rechten Seite. Wenn Sie da mal in die mittlere Zeile so etwa gucken, ich markiere das mal hier, dann kann man da ein paar Buchstaben entziffern. Da sehen wir ein A und dann ein K, das gibt es im späteren Lateinischen gar nicht, aber hier gibt es das, ein krakeliges K, dann ein Laut, der wie ein P mit kurzem Strich unten oder auch wie ein D aussehen könnte, ein O, ein S, ein E und noch ein S. Das ist alles ganz gut lesbar. Da hätten wir also zunächst mal A und K. Der folgende Laut, das kann man ahnen, wenn man ein bisschen von der griechischen Sprache versteht, ist wohl ein R. Er sieht zwar allenfalls aus wie ein P, eher wie ein D hier, aber wenn Sie Griechisch können oder aus der Mathematik griechische Buchstaben kennen, dann wissen Sie, dass im Griechischen der Buchstabe R, das Rho, diese P-Form hat. Und so war das wohl ursprünglich auch in der lateinischen Schrift. Also hätten wir A, K, R, dann OS, Akros. Das
erinnert sie vielleicht noch an nichts. Man kann sich aber, wenn man sich vorstellt, dass davor ein Buchstabe fehlt, das ist im Stein anzusehen, dass da noch ein Buchstabe stand, dann kann man mal sich fragen, was das für ein Buchstabe sein könnte. Und die Fachleute vermuten, dass hier ein S fehlt. Dann hätten wir Sacros, das ist kein klassisch lateinisches Wort, auch Sacrus gibt es nicht, aber es gibt Sacer, was ähnlich dekliniert wird wie Wörter, die auf Us enden und vielleicht in früher Zeit mal eine solche Endung auf Us hatte. Also das hier könnte ein Vorläufer des späteren Wortes Saker sein. Das ist deswegen interessant, weil Saker in der Gesetzessprache des frühen Rom eine besondere Bedeutung hat. Saker lernen Sie als Vokabel mit der Bedeutung heilig. Das heißt den Göttern geweiht, aber auch den Göttern überlassen, also vogelfrei, ausgestoßen aus der Gemeinschaft, damit man sozusagen den Göttern anheimgegeben wird. Und in diesem Sinne, ausgestoßen, verbannt, seinem Schicksal überlassen, vogelfrei gemacht, taucht das Wort in der Gesetzessprache auf. Es heißt also in den Gesetzen der alten Zeit, Saker esto, er soll den Göttern verfallen sein, er soll vogelfrei sein und das wird als Strafe für bestimmte Verbrechen angedroht. Und man nimmt deswegen an, dass es auch hier um eine solche Strafdrohung geht. Das nächste Wort, da haben wir schon entziffert, die Buchstaben ES, ES, also S. Und in der Zeile darunter, da sehen wir nun eine weitere Besonderheit dieser uralten Inschriften, die man auch im Griechischen kennt. Das Ganze ist im sogenannten Bustrophedon geschrieben, so wie ein Bauer den Pflug zieht. Das heißt, es gibt keine feste Schriftrichtung von links nach rechts, wie heute, oder in arabischen Schriften von rechts nach links, sondern man schreibt immer abwechselnd. So wie ein Pflug von der einen Seite des Feldes zur anderen und wieder zurückgeht, so geht hier auch die Schrift von links nach rechts und dann wieder zurück von rechts nach links. Zeile für Zeile. Also das kann man sich besser vorstellen, wenn man in Stein meißelt, als wenn man schreibt, dass das praktisch ist, einfach da, wo man eine Zeile beendet hat, die nächste Zeile zu beginnen und in die andere Richtung zu schreiben. So ist das also hier. Das heißt, die untere Zeile ist spiegelverkehrt zu lesen. Die Buchstaben schauen meistens in die andere Richtung und wir lesen dann hier ein E und ein D. Wir hätten also Sacros eset und das sieht man als Vorläufer dieser späteren gesetzlichen Wendung Saker esto, soll heilig, soll verflucht, soll den Göttern geweiht sein. Das ist also ein Hinweis darauf, dass wir schon in dieser frühen Zeit hier es mit so etwas wie einem Rechtstext, einem Gesetzestext zu tun haben, der eine Strafe androht. Das ist das eine, was bemerkenswert ist an diesem Text. Und das andere ist ein Wort auf der anderen Seite. Wenn Sie da nochmal mit mir schauen, da haben wir am Anfang wieder etwas, was so wie ein D oder hier doch eher wie ein P aussieht, das in die falsche Richtung von rechts nach links schaut, spiegelverkehrt geschrieben ist wieder. Dann kommt ein ganz gut erkennbares spiegelverkehrtes E, dann etwas, was wie ein C aussieht, ein E und ein I. Dann hätten wir Recei. Wenn ich Ihnen jetzt noch sage, dass C und G in der älteren lateinischen Schrift nicht unterschieden werden, dann könnten wir auch Recei sagen. Und das ist jetzt relativ nah dran an dem Wort Regi, dem König, von Rex. Also Recei ist wohl Regi, dem König, ist also der Dativ zu dem Wort für König. Und da haben wir einen ersten Hinweis darauf, dass an der Sage, dass Romulus als König geherrscht hat und auch seine Nachfolger als Könige geherrscht haben, möglicherweise etwas dran ist. Wir haben tatsächlich einen Hinweis darauf, dass dass in der Frühzeit des Römischen Reiches eine Königsherrschaft da war. Diese Inschrift wird auf das 6. Jahrhundert geschätzt, also etwa auf die Zeit, als der Sumpf trockengelegt wurde und kurz vor dem Moment, in dem den sagenhaften Berichten nach die Könige vertrieben wurden, denn das soll im Jahr 509 passiert sein. Wir hätten also hier einen Hinweis, tatsächlich, zu einer gewissen Zeit gab es in Rom noch Könige. Es gibt eine Reihe von weiteren Indizien dafür, dass der Bericht über diese sieben Könige nicht falsch ist. Unter anderem gibt es noch in späterer Zeit in Rom ein Amt des sogenannten Rex Sacrorum oder Opferkönigs, also jemand, der König heißt, der aber nichts zu sagen hat, der nur ein religiöses Amt innehat, der für bestimmte religiöse Funktionen zuständig ist. Etwas Ähnliches haben wir auch in Athen, da gibt es den Archon Basileus, den Königsbeamten sozusagen. In beiden Fällen handelt es sich darum, dass jemand ausgewählt wird, der religiöse Funktionen ausführen soll, die wohl mal dem König oblagen. Also man nimmt an, dass das Königsamt insbesondere eine religiöse Bedeutung hatte und dass, als man den König verjagt hatte, man zu dem Schluss gekommen ist, auf diese religiöse Komponente kann man nicht verzichten, man braucht jemanden, der das weiterhin wahrnimmt und das hat man eben diesem Priester, dem Rex Sacorum, zukommen lassen. Und dass man so einen Mangel empfunden hat, spricht sehr dafür, dass es irgendwann mal tatsächlich Könige gab.
Es gibt noch eine zweite Figur, die in ihrem Namen das Wort König führt, das ist der Interrex. Der ist im Interregnum an der Reihe, das heißt in der Zeit, in der es keinen Konsul, keinen Beamten in der Römischen Republik gibt, da führt vorübergehend die Amtsgeschäfte ein solcher Interrex. Und auch das ist ein Hinweis darauf, dass es in ganz alten Zeiten mal einen König in Rom gab. Wir nehmen also an, es gab tatsächlich eine Zeit, in der in Rom Könige geherrscht haben über diesen kleinen, sich entwickelnden Stadtstaat am Mittelmeer, so wie es eben auch die Sagen berichten. Ob das wirklich sieben waren, ob der erste Romulus hieß und der letzte Tarquinius Superbus, das wissen wir nicht, das ist nicht sehr wahrscheinlich genau genommen, aber einen König gab es wohl. Und nachdem wir nun wissen, dass an den Sagen etwas dran ist, können wir mit etwas mehr Zutrauen auf Livius schauen und sehen, was da über den König berichtet wird und was sonst noch über die Verfassung berichtet wird. Und wir sehen in den Quellen, die ich Ihnen abgedruckt habe, dass der König offenbar nach der Vorstellung, die Livius von ihm hatte, in den alten Zeiten kein absoluter Herrscher war, dass er nicht etwa ganz alleine das Sagen hatte, sondern dass andere an der Herrschaft beteiligt waren. In Quelle Nummer 2 sehen wir, dass schon Romulus den römischen Senat berufen haben soll, also ein Gremium von 100 Leuten, die dann Väter genannt wurden wegen ihres wichtigen Amtes und deren Nachkommen Patrizier genannt wurden. Das enthält mehrere wichtige Informationen. Zum einen ist es eben ein Indiz dafür, dass auch der Senat Roms, das beratende Gremium, das später den Beamten der Republik zur Seite stand, schon in der Königszeit existiert hat, dass also schon der König angewiesen war auf diesen Rat von Senatoren. Und zweitens hören wir, diese Senatoren sollen Patres genannt worden sein, das werden sie auch später noch, und ihre Nachkommen Patrizier. Patrizier ist später in der Römischen Republik die Bezeichnung für die Adelsschicht, die den Plebejern gegenüberstand. Und noch in der Republik war es nach den Berichten so, dass ursprünglich nur die Patrizier im Staat etwas zu sagen hatten und die Plebejer sich mühsam erst ihre Rechte erkämpfen konnten. Nach Livius waren also im Senat ursprünglich die Patrizier vertreten, angeblich gerade nach ihrer Mitgliedschaft im Senat benannt. Man kann also sagen, so wie Livius das berichtet, war der Senat die Versammlung der Oberhäupter der führenden Familien und die beriet den König. So wird es hier beschrieben. Und zweitens wird auch berichtet, dass der erste König Romulus, das ist die Quelle Nummer 3, dass der König Romulus schon eine Volksversammlung einberufen habe, das Volk eingeteilt habe in Kurien, also in Unterabteilungen, die dann gemeinsam abstimmten und eine Volksversammlung gehört hat. Die Quelle, um die es hier geht, ist anders als Livius kein Historiker, sondern das ist ein Jurist. Das Ganze ist ein Auszug aus der spätantiken Rechtssammlung des Kaisers Justinian. Darin werden eben Stückchen aus Werken der klassischen Rechtswissenschaft überliefert. Hier haben wir es zu tun mit einem Lehrbuch eines Juristen namens Pomponius. Das ist im 2. Jahrhundert nach Christus entstanden und eben 400 Jahre später von Justinian in seine Sammlung aufgenommen worden und ist der einzige Abriss der römischen Rechtsgeschichte aus der Feder eines Juristen. Das ist also für uns eine Quelle, auf die wir zurückkommen werden, weil sie gewissermaßen das Thema unserer Vorlesung zum Gegenstand hat, die aber auch mit großer zeitlicher Distanz von diesen Dingen berichtet. Und was uns Pomponius hier berichtet, ist dennoch vielleicht ein Hinweis darauf, dass es eben eine Mitwirkung des Volkes, also eine Volksversammlung, auch schon in der ganz alten Zeit des römischen Rechtes gab. Also, zweite Feststellung, es gibt nicht nur Hinweise darauf, dass der Senat eine sehr alte Einrichtung ist, sondern auch darauf, dass der König in irgendeiner Weise das Volk an seiner Herrschaft beteiligt hat. Und dafür spricht ja auch einiges, wenn Sie sich vorstellen, dass wir es mit einem winzigen Stadtstaat zu tun haben, nach heutigen Maßstäben mit einer Kleinstadt, mit einer Stadt, die viel kleiner ist als Trier, dass der König da in irgendeiner Weise mit seinen Untertanen direkt in Kontakt tritt, sei es auch nur, um das, was er beschlossen hat, zu verkünden, davon muss man eigentlich ausgehen. Im Ganzen hätten wir also ein Bild der römischen Verfassung in dieser Zeit, so wie ich es Ihnen hier aufgezeichnet habe. Wir hätten an der Spitze den König, wir hätten dann unten das Volk. Das Volk wird an der Herrschaft in irgendeiner Weise beteiligt, allerdings nicht einfach so, sondern in der Weise, dass es sich als Volksversammlung versammelt. Das war auch vermutlich nicht wirklich das ganze Volk, sondern es waren sicherlich nur die
Männer, nur die erwachsenen Männer, die sich da versammelt haben. Und wir wissen eben aus dem Bericht des Livius, dass sie in einer besonderen Weise abgestimmt haben, so nämlich, dass in 30 Kurien sie sich ihre Meinung gebildet haben und jede Kurie dann eine Stimme hatte, also eine Art indirektes Wahlrecht oder indirektes Abstimmungsrecht. Ob überhaupt abgestimmt wurde oder ob man nur in diesen Abteilungen angetreten ist, das ist nicht ganz sicher. Viele vermuten, dass eben der König seine Beschlüsse dieser Volksversammlung verkündet hat und dann zumindest durch Akklamation der Konsens des Volkes klargestellt wurde. Wie genau das geregelt war, ob der König zwingend auf diesen Konsens angewiesen war, können wir nur abschätzen, aber nicht genau wissen. Und daneben gehen wir davon aus, dass es auch noch eine Beratung des Königs durch den Senat gab. Wenn wir davon ausgehen, dass es einmal im römischen Stadtstaat Könige gegeben hat, dann können wir sicher sein, dass es auch eine Vertreibung dieser Könige gegeben hat, denn später gab es ja in Rom keine Könige mehr, sondern eine Republik und die Römer waren stolz darauf, dass sie sich keinem König mehr beugen müssen. Also muss auch an der Sage über die Vertreibung des letzten Königs ein wahrer Kern sein und es muss dann zu einem bestimmten Zeitpunkt die Republik begonnen haben. Man nimmt also an, dass das Datum 510 vor Christus wenigstens ungefähr zutrifft, dass also um diese Zeit die Königsherrschaft ersetzt wurde durch eine republikanische Herrschaft. Wohlgemerkt, diese römische Republik war etwas anderes als die Königsherrschaft, sie war aber zu keinem Zeitpunkt Demokratie. Sie war eine Adelsherrschaft. Man nimmt also an, dass die führenden Familien, die Patrizier, genau die, die im Senat vertreten waren, sich nicht länger einem König beugen wollten, sondern einen Machtkampf mit diesem König begonnen und gewonnen haben, sodass danach eben kein König mehr an der Spitze des Staates stand. Sonst hat sich aber, wie Sie jetzt auf dem nächsten Bild sehen, vielleicht nicht so furchtbar viel geändert. Der Senat hat zweifellos weiter existiert. Es gibt ihn ja noch in der Republik und es gibt in der Republik auch Volksversammlungen. Allerdings hören wir jetzt von einer zweiten Form der Abstimmung. Das heißt, eine weitere Gliederung der Volksversammlung in Unterabteilungen, die dann jeweils eine Stimme hatten, nämlich die sogenannten Zenturiatkomitien. Diese Form der Volksversammlung hat sich wohl an der militärischen Einteilung orientiert. Dieser römische Stadtstaat musste sich ja verteidigen und dazu standen natürlich als Heer nur seine Bürger zur Verfügung. Das heißt, die erwachsenen Männer, die die Volksversammlung waren, waren zugleich auch das Heer. Und deswegen lag es offenbar nicht so fern. Die Gliederung nach Waffengattungen und Einheiten, die für das römische Bürgerheer vorgesehen war, auch auf die Abstimmung zu übertragen, also in Zenturien, in Hundertschaften, so wie man ins Feld zog, auch abzustimmen. Und das ist der zweite Abstimmungsmodus der Volksversammlung. Die Volksversammlung nennt sich eben, wenn sie nach der alten Form zusammentritt, Comitia Curiata, eingeteilt in 30 Kurien, die schon Romulus so eingerichtet haben soll, oder aber eben Comitia Centuriata, eingeteilt in Hundertschaften, 193 Hundertschaften. Das war dann in der Republik der üblichere Abstimmungsmodus. Ich habe hier dazu notiert, das ist ein Klassenwahlrecht, das heißt, das Stimmgewicht ist nicht für jeden Bürger gleich, sondern es gibt Zenturien mit sehr wenigen Beteiligten, wo also wenige Bürger ein großes Stimmgewicht haben, weil sie alleine die Stimme einer Kurie führen. Und es gibt Kurien mit vielen ärmeren Bürgern, sodass also eine Ungleichheit zwischen Arm und Reich herrscht und dadurch wiederum die Vorherrschaft der vornehmen Familien zementiert wird. Das werden wir uns in den nächsten Stunden noch näher anschauen, wie diese republikanische Verfassung funktioniert hat. Für heute halten wir zunächst mal fest, es gibt weiterhin eine Volksversammlung, die weiterhin in für uns befremdlichen Formen abstimmt. Ihre Aufgaben sind sicherlich erweitert, denn für die Republik wissen wir sicher, dass die Gesetzgebung Sache der Volksversammlung ist und dass die Führungsbeamten gewählt werden. Es tritt also eine Reihe von Beamten an die Stelle des bisherigen Königs, nimmt die Staatsführung wahr und diese Leute werden von der Volksversammlung gewählt. Beim König ist eben unklar, ob es eine Wahl oder Akklamation durch das Volk gab. Genauso ist unklar, ob es ein Bestätigungsrecht durch den Senat gab. Vergleichen wir also nochmal diese beiden Bilder, dann können wir sehen, bei der Königsherrschaft gab es schon eine Beratung des Königs durch den Senat. Es gab eine Volksversammlung, die zumindest Beifall spenden durfte zu den Beschlüssen des Königs. Möglicherweise gab es auch schon eine Königswahl und eine Bestätigung des Königs durch den Senat. Darüber wissen wir sehr wenig. Die Quellen deuten sowas manchmal an. Manchmal scheint es aber auch so, dass einfach der Sohn des Königs
wegen seiner Erbfolge König wird. Also, was den Übergang von der Königsherrschaft zur Republik angeht, ändert sich gar nicht so viel. An die Stelle des Königs treten gewählte Beamte. Später sind das zwei Konsuln, die sich gegenseitig kontrollieren, als Kollegen im Amt und die gemeinsam dieses Führungsamt innehaben. Ob das von Anfang an ab dem späten 6. Jahrhundert so war, das wissen wir nicht. Es gibt Berichte darüber, dass man offenbar eine Experimentierphase hatte, dass es also eine Zeit gab, in der das Führungsamt unterschiedlich wahrgenommen wurde. Also zeitweise gab es vielleicht einen einzelnen Führungsbeamten, Prätor. Prätor heißt eigentlich Vorangeher, später ist das der Stellvertreter der Konsuln, aber das könnte mal die Bezeichnung für den Anführer gewesen sein, für einen auf Zeit gewählten Ersatzkönig. Und wir hören auch davon, dass zeitweilig bis zu 10 Personen gemeinsam diese Führung wahrgenommen haben. Also da gab es wohl eine Phase des Hin und Her zwischen verschiedenen Modellen, bis man sich auf das spätere Modell mit 2 Konsuln geeinigt hat. Wir halten also fest, die Geschichte des römischen Rechts beginnt früh. Sie beginnt in dem Moment, wo der römische Staat fassbar wird. Schon die allerfrüheste Inschrift, die wir uns angeschaut haben, ist offenbar ein Rechtstext. Am Anfang haben wir im Verfassungsrecht eine Königsherrschaft, aber der König ist kein absoluter Monarch, sondern er beteiligt in irgendeiner Weise eine Volksversammlung an seinen Entschlüssen. Er wird möglicherweise sogar gewählt von der Volksversammlung und er wird beraten durch einen Senat, der sicherlich schon damals eine starke Stellung hat, weil in ihm die führenden aristokratischen Familien vertreten sind, die dann später auch den Machtkampf gewinnen und die Königsherrschaft abschütteln. Und die Republik besteht im Wesentlichen darin, dass man die Einführung der Republik, dass man den König ersetzt durch einen jährlich gewählten Beamten. Ansonsten bleibt es dabei, dass es den Senat und die Volksversammlung als weitere Staatsorgane gibt. Soweit diese erste Einheit. Von hier aus können wir dann die römische Staatsentwicklung, aber auch die Entwicklung des Prozessrechts und des Erbrechts verfolgen. In der nächsten Stunde wird es erstmal um das erste große römische Gesetz geben, das uns bekannt ist, das sogenannte Zwölftafelgesetz, das viele Regeln enthält, die noch lange im römischen Recht nachgewirkt haben. Für heute vielen Dank.